Herzlich willkommen auf Skellig. Wir sind wieder in Art Skellig und wir müssen den Sonnenstein kriegen, was immer das sein mag. Und wir müssen Krach fragen, wo Moissac ist. Das ist unsere Aufgabe. Dann würde ich sagen, direkt ran an Speck. Möge deine Axt nie zerbrechen. Niemals. Ja, ich bin IT-Admin. Ich bin sogar Ausbilder für Fachinformatiker. Toll, dieses Schwert. Du bist der Berater, du bist der Konzern. Aber ich ziehe meine gute alte Axt. Cool. Das haben wir ja auch jahrelang gemacht. Aber inzwischen reiche ich mein Wissen weiter. Du hast keinen Respekt vor unserem Geld. Und diese Hexe Yennefer auch nicht. Halt die Fresse, du, sonst gibst du aufs Maul, Alter. Ja, du lachst so, ne? So. Krach. Erzähl mal was. Der Gefallen. Wolf, hast du gesehen? Jo. Die schwarzen Hunde in ihren mickrigen Schüsseln. Sie kläffen und hoffen, dass wir uns fürchten. Jo. Ich hab sie gesehen. Wo ist Moissac? Bei Lugus. Dem ist ein Ankret auf dem Thron ein Stachel im Arsch. Erst recht jetzt, wo er die Schwarzen gesehen hat. Der Druide redet ein Wörtchen mit diesem zurückgebliebenen Tropf. Ich werde Moissac aufsuchen. Muss mit ihm reden. Geh. Und wenn du diesen Sausack Lugos siehst, dann sag ihm... Ah, besser nicht. Der Druide macht das schon. Leb wohl. Na denn, reden wir mit Moissac. Ein geschissener Name, auch Moissac. Na, sieh mal einer an. Ja. Der Geralt. So. Heda! Selber. Ach da. Dumm. 8422 Schritte. Ich glaube, die laufe ich nicht zu Fuß. Ich glaube, Plötze ist auch nicht das Richtige dafür. Wir sollten dann doch lieber die Schnellreise nehmen. Wir dienen ihr, der Jungfrau, Mutter und Muhme. Ja, selber schuld. Moissac, wo bist du? Da unten irgendwo, sagt er. Na komm, da, in Kaer Morhira. Auf geht's! Hallo. Das wollte ich schon immer wissen. Was macht ihr Hexer, wenn keine Basilisken, Waldschrate oder Riesen in der Nähe sind? Dann hau ich Idioten wie dir auf die Fresse. Toll, diese Schwerter. Mann. Aber ich ziehe meine gute alte Axt vor. Labertasche. Möge deine Axt nie zerbrechen. Wird sie auch nicht. Wenn ich eine hätte. Was will Krach denn noch? Reicht es ihm nicht, die mächtigste Flotte zu haben, meine Insel zu kontrollieren und seine Brut auf den Thron zu setzen? Unter den aktuellen Umständen? Unter den aktuellen Umständen kann Krach hingehen und die Scheiße ernten, die er gesät hat. Allmächtiger Krach. Na, der wird doch bestimmt mit den Schwarzen und mit mir fertig. Wow. Die beste Klinge. Ich kniee nicht vor einem Ankret nieder. Niemals. Ist das klar? Du hilfst lieber den Schwarzen? Pfah. Eher würde ich den verdammten Erscheinungen von Murhoch helfen, als Krach die Skellige regieren zu lassen. Und deine Männer, was sagen die? Folgen sie dir, wenn die Jarls dich einen Verräter nennen? Das hier ist mein Land, Druide. Hüte deine Zunge. Wie nennst du es denn, wenn nicht Verrat? Ist das dein Gebell, bevor du beißt? Sollt ihr Krach meinen Kopf bringen? Nur zu, versucht doch ihn zu kriegen! Auf sie! Oh, Kinder, ist echt jetzt. Ich reiß dir den Lüssel ab, du Mann!
Schneller! Alle zusammen! Ehre allen Helden! Ein mutierter Dämon! Wie schön das wird, dich sterben zu sehen. Wer wird hier wen sterben sehen? Tod gegen Tod! Siehste? So, warte, ich muss doch erstmal ein bisschen hier looten. Ich kann doch nicht einfach so abhauen, ungelootet. Lassen wir die Lungs doch nicht liegen hier. So. Da ist noch was, da ist noch was. Das will ich haben. Da. Danke. Na. Das will ich auch. Das will ich auch. Da war doch gerade. Wo ist er? Wo ist er? Oh, 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 oh. Gib's mir. Gib's mir, Baby. Hallo? Mir! Er gehört mir! Ja. Ist die Frage, wer gehört wem jetzt hier, ne? Ja, können wir machen. Okay. Was später nehmen wir auch noch mit. So, wo ist er denn, unser Mäusi-Baby? Oh, Mäusi! Wie schön, dass wir dich sterben zu sehen. Zurück! Ich töte ihn! Komm, wir sollten hier nicht bleiben. Doch. Ich sag ja nochmal, ungelootet verlassen wir diese Gegend nicht. Der Typ, der hat mir sowieso einen langen Dorn im Auge, der ging mir schon lange auf den Sack. Und dementsprechend werden wir ihn jetzt richtig schön nackig machen. Bis auf die Unterhose. Ja, genau, ein halbes Hähnchen ist das jetzt. Genau! Halbes Hähnchen! Hat auch genauso gekämpft wie ein halbes Hähnchen. Das ist eine Art Mutant! Ihr stinkst da, Feigling! Was? Tod gegen Tod! Blut! Blut! Alter! Heidi Witzka! Das ging ja richtig gut ab gerade. War ich hier schon drin? Ja, hier war ich schon drin. Aber da oben gab es noch was bestimmt. Eine Kiste. Mit einer ganzen Wasserflasche. Ich Glückspilz. So, halt, halt, so. Da ist noch ein bisschen was. Das nehmen wir noch mit. Und das nehmen wir mit. Was haben wir hier noch Schönes? Das. Kann ich hier mit Art was erreichen? Nein. Schade. Da ist nämlich einer drin, ne? Sorry, ich hätte dir gerne geholfen, Alter, aber tut mir leid. Tut mir auch leid. Raus. Da. So, sprich außerhalb des Territoriums von Lugos, dem Irren mit Mäussack. Ja, Lugos ist echt ein ganz durchgeknallter Kelch. Mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Das habe ich von vornherein gemerkt. Und darum bitte gar nicht so traurig drum, dass es ihn erwischt hat. Skellige ist traumhaft schön, absolut.
Uwe, das reicht. Warte, warte, der hier ist echt witzig. Was ist der Unterschied zwischen einem Nilfgaarder und einem Ertrunkenen? Na schön, was denn? Ertrunkene können schwimmen. Wow. Noch so einer und du gehst mit ihnen zusammen. Füße hoch, der Witz kommt flach rein. Nun, Geralt, ich sehe, dass kein Streit in Skellige ohne dich auskommt. Gemein und unwahr, Moissac. Mir scheint, ich habe sogar einige verpasst. Krachs Abkömmling sitzt auf dem Thron. Und das ist dein Werk. Ich fürchte, du hast einen kleinen Bürgerkrieg losgetreten. Seit Ewigkeiten hatten die Skelliger im Kampf um die Krone ihr Blut vergossen. Das war dort so üblich und nur eine Frage des Ausmaßes. Doch das blutige Bankett auf Kaer Trolde war anders. Es war unehrenhaft und verräterisch und musste aufgeklärt werden. Einmal mehr Hexerarbeit. Arbeit, die in der Krönung der neuen Königin von Skellige gipfelte. Wow. Der Clan Drummond wird wohl früher angreifen als erwartet. Hat Krach dich nicht geschickt, um eine Einigung mit Lugos zu erzielen? Einigung. Nur Krach hat geglaubt, dass die jetzt noch möglich wäre. Dann habe ich dir die Tour nicht vermasselt? Diesmal nicht. Lugos Tod wird einiges ändern. Sein Vetter, der jetzt Jarl wird, ist ein schwacher Anführer und dumm dazu. Dieser Krieg beginnt bald. Und noch schneller wird er vorbei sein. Aber warum bist du nach Skellige zurückgekehrt? Kommt Cerys einigermaßen zurecht? Die hätte das Zeug zu einer exzellenten Königin, wenn sie nur aus dem Schatten ihres Vaters treten würde. Jeder außer Lugos hat ihr Unterstützung zugesagt. Aber sobald die kaiserliche Flotte am Horizont erschien, hat der Jarl die Dinge selbst in die Hand genommen. Und Hjalmar? Der Knabe hat dreimal die kaiserliche Flotte überfallen. Dreimal gegen Krachs Willen, dreimal ging's schief. Und er findet trotzdem Freiwillige für das nächste Mal. Ja, das ist Hjalmar. Der Heißsporn. Hör zu, Moissac. Weißt du etwas über den Sonnenstein? Der Legende nach ist er irgendwo auf Skellige. Erst die Maske von Ouroboros, jetzt der Sonnenstein. Die Monster können aufatmen, da du Schatzsucher geworden bist. Die Enseide-Elfen haben mich noch nie interessiert. Aber dieser Skalder Eivind, der könnte dir helfen. Hat mir mal was von unzugänglichen Höhlen oder Ruinen oder so erzählt. Wo finde ich ihn? Heute? Zweifellos in Arimjorn. Du könntest auch die Perlentaucher Erling und Matthias Fischlung fragen. Die jagen derzeit am Ostende der Bucht. Fischlung? Interessant. So nennt man ihn. Kann stundenlang am Stück tauchen. Niemand weiß, wie er das macht. Aber ich habe einen Verdacht. Du magst ihn nicht besonders? Nichts Persönliches. Ich konnte schon seinen Vater und seinen Großvater nicht leiden. Danke für deine Hilfe. Eins noch, Geralt. Die Vorfahren von Matthias und Erling hätten diese Ruinen schon vor Zeiten geplündert, wenn sie nicht durch irgendeine magische Barriere geschützt wären. Nimm eine Zauberin mit. Zweifellos hast du mindestens eine dabei. Sogar eine ganze Sammlung. Ja, mögen die Götter sich unser erbarmen. Sprich mit dem Barden Eivind. Na denn. Dann sprechen wir mal. Tschüss, Moissac. So, gehen wir ein bisschen Gas. Wie denn, wenn ich nicht da bin? So. Mein Pferd geht richtig gut ab. Die Pferdeausdauer sinkt ganz langsam, weil ich den geilsten Sattel überhaupt habe. Das ist ein richtig cooles Ding. Ophirischer Rennsattel. Ausdauer 80 oder 90 oder sowas. Richtig fett.
Da kann ich die Plätze richtig treten. So, und weiter geht's. Alter, was ist da rechts oben los? Das ist ja der Hammer. Wölfe, bis der Arzt kommt. So ist gut. Was ist gut? Moment, ich habe da gerade so mehrere Markierungen hier. Da ist der Sonnenschein, da ist eine Perlentaucher und hier ist der Bade. Okay. Darf ich dein Schwert halten? Wo willst du hin? Toll, dieses Schwert. Aber klingt, ich ziehe meine falsch. Gute alte Axt vor. Wenn dein Kind zu dir kommt und fragt, darf ich dein Schwert halten? Nein. So, hier oben soll er sein. Da ist er auch schon. Hallo? Jetzt nicht. Ja, wann denn dann? Suchst du nach Nilfgaards Flotte? Flotte? Ach ja, da war was. Nein, ich habe Wichtigeres zu tun. Nach meinen Berechnungen ist es heute soweit. Gevorg, der legendäre Weiße Wal, durchzieht die Gewässer der Skellige. Darauf warte ich schon mein ganzes Leben. Was ist denn das für ein Wal? Er soll erscheinen, wenn Geister aus dem Himmel in die Wellen fahren, wenn die Schlange den Zorn des Ozeans weckt und ein Eismonster eine Insel verschlingt. Ich werde der erste Barde sein, der eine Ballade über ihn komponiert. Die Legenden erwähnen aber keinen Fluch der schwarzen Sonne, oder? Schwarze Sonne? Was meinst du denn damit? Schon gut. Halten wir gemeinsam nach Gevorg Ausschau. Und du erzählst mir, was du über Elfenruinen auf Skellige weißt. Na denn, bin ich mal ganz Ohr. Ich habe mal von einer Höhle gehört, die niemand betreten kann. Das ist doch gut so. Sonst wäre sie längst geplündert, wie all die anderen. Eivind! Was? Ich wollte dir versichern, dass ich mich in der Höhle nur umsehen will. Recherche. Nachforschungen? Ich schreibe eine geschichtliche Abhandlung über die Enseide. Unter Anleitung von Moissac. Moissac? Der hat sich noch nie um die Bergelfen geschert. Du bist Durchschautverschwörer. Oh. Und wenn du mich in Stücke reißt, von mir erfährst du nichts über die Höhle. Verdammt. Scheiße. Das war nix. Das war nix. Das war doof. Dann laden wir das nochmal neu. Da, den hier. Ja. Der König der wilden Jagd reiste mit einem riesigen Langschiff namens Nagelfar zwischen den Welten. Nagelfar. Auf Geheiß von Geels machte der Hexer sich auf die Suche nach dem Sonnenstein, einem Artefakt, mit dem Eredin in eine Falle gelockt werden sollte. Da habe ich ein bisschen zu viel gelabert gerade. Okay, ja, habe ich nicht aufgepasst. Ein Wort mit X, das war wohl nix. Das ging nach hinten los. Tada! Genau der. Ja, dramatischer Zoom.